Okay. Suchen wir doch nochmal den Baren. Ich war jetzt überall und habe ihn immer noch nicht gefunden. Aber rein von der Logik her müsste er doch hier in diesem, im Bereich dieses Raums sein. Okay. Ich schaue mich hier nochmal um. Nicht darunter. Da hoch. Anlauf nehmen und... Hüpf! Okay, dann speichere ich nochmal. Okay. Da hinten war ja nichts. Das da oben sieht interessant aus. Aber nee. Kann man auch nirgends... Da hinten war das extra. Das hatte ich schon geholt. Hier unter Wasser ist auch nichts. Erstmal Luft holen, dann gucken wir nochmal unter Wasser. Ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Da sind die Krokos, die hatten wir schon. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ich muss irgendwas übersehen. Von da kam ich. Nach unten gehüpft war ich schon. Ja, aber da unten war nichts. Komme ich mir gerade dumm vor. Rein logisch muss es da unten sein. Irgendwo. Ich kann von hier nach da hüpfen. Dann rutsche ich ab und falle in den Tod. Ja. Das ist dann nicht die Lösung. Mist. Nochmal Leben verloren. Ich kann ja gleich nochmal laden, aber ich laufe nochmal hier lang. Ist doch nichts. Da kann ich rüberspringen.
Ah, okay. Ich lad noch mal. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Okay. Wie komme ich da am besten runter, ohne zu viel Schaden zu nehmen? Ich muss da hinspringen. Nee. Hoch, hoch, Lara. Hoch, mein... Ja, ja, ja. Und wupp. Okay. Ich habe eine Idee. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, ich habe was gesehen. Und zwar... Ich speichere erstmal. Muss ich da rüberspringen? Und mich da lang hangeln? Ja. Wo ist es? Okay. Dann muss ich hier hin. Und darüber springen. Gut. Ja, da ist ein Eingang. Oh, Mann, war der gut versteckt. Richtig gut versteckt. Okay, was ist das? Okay, diese Platten sehen instabil aus. Das speichere ich doch mal. Dann hier runter. Mhm. Was sehe ich? Was ist da unten? Nichts Schlimmes, okay. Diesen Balkon hatte ich schon mal gesehen und war dann etwas irritiert, wie man hier hochkommt. Ist hier sonst noch jemand? Ich speichere mal. Ich habe das Gefühl... Ah, ich habe geladen! Nein! Egal. Thank you.
Okay. Speichern. Okay. Aber war ich nicht schon auf dieser Plattform da hinten? Oder nicht? Kommt mir fremd vor. Ah, nee, da war ich noch nicht. Da war ich definitiv noch nicht. Kroko. Hoch, Lara. Hoch, hoch. Okay. Ah. Okay, dann springen wir mal darüber. Das sieht aus wie irgendein Dach. Ah, das ist das Tempeldach. Oh, und da liegt was. Ist es? Ja, es ist das Blei. Aber hier ist irgendwo noch ein Löwe. Da. Ohne uns zu verletzen? Ich nehme den Weg. Ah, Kroko. Ich dachte, ich hätte es Kroko erlegt. Hui. Das war knapp. Okay, jetzt können wir hier... Von... Ah! Okay, kein Schaden genommen. Gut, gut, gut. Dann kann ich in den Raum mit der Statue... Und die... Den letzten Baren... In Gold verwandeln! Oh, wo kommt der denn jetzt her? Lass mich! Wieso habe ich gerade gehakt? Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Oh, aber das Charaktermodell der Löwen und generell der Tiere... Das ist so schlecht. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwie eine Mod gibt. Weil die sehen echt so furchtbar aus. Und Blei zu Gold. Dum-diddle-dum-diddle-dum-di-dum, dum-diddle-dum-diddle-dum. Ich lauf durch einen Tempel, yippie-yippie-yay. Okay, ich glaube, ich muss aber gleich nochmal die Hebel anders legen. Denn ich glaube, der Raum mit den Vertiefungen für die Goldbarren... Der war hier links, glaube ich. Das war... Der da?
War das der? Epsilon, Omega, Omega, Epsilon. Okay. Das sollte ich doch hinkriegen. Und hoch. Omega. Omega. Epsilon. Ja, das ist der Raum. Dann können wir da doch mal die Barren einfügen. Ich speichere erstmal. Der Palast des Midas. Okay, gefundene Geheimnisse 2 von 3. Fundstücke 18 von 23. Boah, ist ganz okay. Oh. Jetzt sehen die Steine etwas anders aus. Wo sind wir jetzt? Ist da unten irgendwas? Eine Riesenratte. Kommt die? Ich speichere erstmal. Okay. Runter? Okay, das kann ich besser. Die Zisterne. Okay. Okay. Immer noch ein bisschen Schaden genommen. Das da kann ich ziehen. Hier durch. Da ist ein Hebel. Kann ich den irgendwie... Ah, ich weiß, was ich machen muss. Warum ziehst du nicht, Lara? Dahin. Okay.
Ah. Ich speichere nochmal. Oh, da ist ein Medkit. Das nehme ich natürlich mit. Und dann gucken wir mal nach unten. Da sehen wir nicht viel. Okay, und mit diesem wunderschönen Anblick und dieser tollen Melodie verabschiede ich mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann und denkt immer daran, ich liebe euch. Ciao.